Fitnessplätzen in Wien. Ganz großartige Arbeit, schaut sich das an. Grundsätzlich in diesen zwei Tagen ist auf der Straße gesungen worden, getanzt, gespielt. Vielleicht habt ihr Seilziehen gespielt da drüben. Es ist gegessen worden, es ist diskutiert worden. Es gibt jede Menge Informationen über öffentliche Verkehrsmittel, Radfahren, Rollerfahren, vor allem da oben auch, wo die Mobilitätsanbieter stehen. Und in einem muss ich dir widersprechen, Bernhard, die Straße wurde nicht gesperrt, sie wurde geöffnet für uns Menschen. Das ist natürlich eine falsche Nomenklatur für mich. Danke vielmals fürs Ausbessern. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben da über 70 verschiedene Menschen, die sich irgendwie daran beteiligen, also so an den Ständen. Was für ein Aufwand ist es denn für dich und deine Mannschaft, 70 verschiedene Anbieter unter einen Hut zu bringen? Das ist eine Riesenaufgabe. Intern in unserem Team nennen wir das liebevoll, bitte verzeiht mir, wir nennen es liebevoll der Flohhaufen, weil es ist eine Arbeit, die sich über ein ganzes Jahr erstreckt und es sind dadurch auch gute Beziehungen entstanden, Freundschaften entstanden von Partnerinnen und Partnern, die heuer schon zum dritten Mal hier sind und wir bemühen uns, jedes Jahr besser zu werden und jedes Jahr auch den Menschen, die hier etwas ausstellen, die hier etwas anbieten zum Mitmachen, noch bessere Bedingungen zu bieten. Das heißt, es erübrigt sich auch die Frage, wann ihr mit der Planung fürs nächste Jahr anfangt, oder? Die Planung fürs nächste Jahr hat gestern begonnen. Das heißt, wir können uns auf ein Streetlife-Festival 2017 auch schon freuen. Kann man da schon einen kurzen Blick drauf werfen, oder? Nächstes Jahr hoffen wir, noch mehr Platz zu bekommen. Die Babenberger Straße ist zwar als Ort ideal, sie ist mitten im Herzen der Stadt, aber sie ist mittlerweile zu klein. Vor 2 Jahren haben wir begonnen mit dem Streetlife Festival bei schlechtem Wetter mit 10.000 Besuchern. Jetzt ist es von der Zahl her verdreifacht. Das heißt, wir brauchen mehr Platz und wir arbeiten ernsthaft daran. Und du hast ein ganz, ganz großartiges Team hinter dir stehen, die ich alle so im Laufe der letzten 20, 24 Stunden kennenlernen durfte. Auch denen sei gedankt. Natürlich machen die das, natürlich kriegen die auch Geld für ihre Arbeit, aber trotzdem, ich glaube, so viel Herzblut, wie man da reingesteckt hat, kann man eigentlich in Geld nicht mehr aufwiegen, oder? Nein, und nicht nur von meinem Team, sondern da spreche ich jetzt wirklich für alle, die hier ihren Beitrag leisten. Also das Streetlife Festival ist ein Virus, der einen befällt und er lässt ihn dann auch nicht mehr los. Danke vielmals, Petra. Dankeschön, dass wir alle da sein durften. Einen Applaus nochmal für Petra Jens, bitteschön, die Ideengeberin vom Streetlife Festival. Danke vielmals und wir